Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Was geht? Ist alles fit bei euch? Alles fit im Schritt? Wie geht's euch? Ja, ich bin heute hier und ich habe heute so viel Zeit. Ich denke mal, ich nehme heute Abend, das ist jetzt 19.30 Uhr. Ich habe vor, jetzt bis um 24 Uhr oder um 1 hier durch aufzunehmen und das Game hier ein bisschen durchzugrinden, weil ich ja letztendlich auch vorankommen will. Ich möchte heute ins End. Ich möchte heute definitiv noch weiter unten aufheben, wahrscheinlich ausheben. Wahrscheinlich sogar das letzte Stück ausheben. Im End möchte ich heute wieder ein paar Schalker klatschen, weil mir aufgefallen ist, dass zwar eine Menge Schalkerkisten sind, aber sie halt einfach nicht reichen. Bei der Größe und bei der Menge, die wir da an Items ausheben, beziehungsweise bei dem, was wir halt nun mal ausheben. Das erste, was wir machen müssen, ich habe ungelogen 30 Minuten Creeper gefarmt. Dort oben. Und mir sind so viele Creeper um die Ohren gesprengt. Ich bin so ausgerastet gefühlt, weil es mich so triggert. Da sind 1000 Skeletten und 2 Creeper und die Skeletten, die triggern mich einfach, weil die schießen mich ab und ich kann den Creeper dadurch nicht killen. Dadurch explodiert er und da oben geht meine Landschaft kaputt, auf der ich später was Cooles bauen will. World Problems hier einfach. Das wird jetzt das erste sein, was ich machen werde. Ich werde da hochgehen und da oben alles ausleuchten. Danach werde ich zum End fliegen. Wir werden im End alles erledigen und danach geht's ans Ausheben. Ich hoffe mal, ich schaffe das heute alles in einer Folge. Ich denke aber schon, ich bin da ziemlich zuversichtlich. Wir haben ja jetzt 6 Raketen. Ja, aber ich würde sagen, ihr seht kurze kleine Timelapse. Es ist zwar jetzt nicht Nacht, das wird kaum zu sehen sein, aber ihr seht, wie ich da oben ein bisschen rumrenne und ein bisschen Licht ins Dunkeln bringe. Viel Spaß, Leute. Viel Spaß. Ja, willkommen zurück. Das war seit langem mal wieder einer der größten Abfucks, Alter, die ich jemals machen musste. Ich glaube, mir sind 3 bis 4 Creeper explodiert, auch wegen dieser einen Stelle, die es immer noch auf dieser Map gibt. Wartet, wo ist sie? Hier irgendwo ist eine Stelle, wo es einfach ruckelt, wo einfach ein Standbild ist. Hier ist jetzt alles ein bisschen ausgehoben und ihr seht es auch, wie katastrophal das hier alles aussieht. Aber da war die Stelle. Habt ihr es gesehen? Aber ich verspreche euch, wir kriegen das hin. Ich habe jetzt noch ein paar Stacks. Ich habe, glaube ich, 30 Feuerwerksraketen noch aus dem Gunpowder gemacht, was ich jetzt gefarmt habe. Wir nehmen uns aber noch ein paar Schalkerkisten mit. So, ich habe jetzt hier noch 1 Stack Eichenholz und 1 Stack Enderperlen mitgenommen. Hier unsere Schalkerkisten und halt die Raketen. Essen habe ich noch ein bisschen was und ich denke mal, das sollte reichen. Ich habe mir jetzt hier die Koordinaten aufgemacht. Ich weiß sogar noch, dass wir hier irgendwo in die Richtung müssen, um zum Endportal dann letztendlich zu kommen. Das ist bei minus 996 und 1268. Ah, und schau mal einer an, was hier ist. Hier steht sogar noch unser Boot. Hier ist unser Endportal. So, jetzt müssen wir mal genau auf die Koordinate gucken, wo wir hier hinschwimmen müssen. Theoretisch müsste es hier in dem Portalraum sein. Oder hier müsste der Portalraum sein. Ja, hier ist er auch. So, dann gehen wir mal direkt rein. So, und ab geht's auf die Suche nach unseren Endfestungen. Ich bin der Meinung, letztes Mal sind wir da lang geflogen. Heißt, wir fliegen heute mal exakt in die Richtung. Und das wieder ein ganz, ganz langes Stück. So, yo Leute, ich bin hier jetzt nochmal aus dem Schnitt. Ich habe auch schon während der Aufnahme überlegt, was ich machen könnte, damit es für euch nicht so langweilig ist, weil ich habe über 11 Festungen gelootet. Ich hatte dazu ein Commentary gemacht, über 2 Stunden, aber das kommt einfach nicht gut und deswegen dachte ich mir, yo, zeige ich euch einfach Timelapses von jeder Festung, die ich gelootet habe. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Erst zum Schluss bin ich so auf den richtigen Tipp gekommen, welchen Style ich damit fahren möchte. Ich verspreche euch auch, beim nächsten Mal wird es besser. Ich denke mal, man kann schon erkennen, wie ich das eigentlich machen wollte, aber am Anfang hatte ich noch nicht die klickende Idee dafür, aber danach ist sie mir gekommen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. Try to holler at me. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. Try to holler at me. So Leute, das ist jetzt der Stuff, den wir hier gelootet haben. Das hier und wir haben 2 Stacks und 9 Schalker-Schalen. Das sind über 65 Schalker-Kisten. Also so eine Doppelkiste und schon Teil einer Kiste voll mit Schalker-Kisten, die wir jetzt mehr haben. Nur durch die... Ach, lass mich nicht lügen. Ich glaube, ich bin jetzt seit 2 Stunden... Ja, seit 2 Stunden circa bin ich jetzt im End. Ich will Maneta sagen, im End. Und da haben wir jetzt das gelootet hier. Fast 9 Elytron, 8 Elytron. Wir haben im Prinzip jetzt 9 Elytron auf Reserve. Übelst viel an Gold und Diamanten. Vor allem Diamanten sind echt 37 Stück. Ist echt eine Menge. Hier, mein Lieblings-Item, Drachenköpfe, haben wir 8 Stück. Und ja, hier halt dann immer wieder so ein bisschen Crab-Stuff, ein bisschen Dia-Rüstung und alles. Kann man aber meistens nicht
nicht verwenden, außer sowas hier. Sowas kann man natürlich direkt benutzen. Und hier sind so ein bisschen Steine und alles, nichts Besonderes. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause und komme da hoffentlich auch heile an. Ja, lol, da ist ja schon was. Ich habe immer gedacht, dass diese zwei Dinger, wo man im Prinzip wieder nach Hause kommt, wieder ins normale End kommt, dass sie nur an einem Punkt sind, aber die scheinen hier überall immer verteilt zu sein. Nein, ah, ich habe einen aggressiv gemacht. Nein, ich will nur nach Hause und Abmarsch. So, sind wir wieder hier. Hi, alles dabei? Top. Was ich am Anfang der Folge ganz vergessen habe zu sagen, was ihr vielleicht gar nicht gemerkt habt. Der Grund, warum ich 107 Level habe, liegt darin, ich war wieder im Nether und habe unsere Picken repariert, um dort unten nochmal richtig loszulegen. Alter, ich habe da so Bock drauf, jetzt richtig auszuheben. Nach dem Farm hier da. Ich bin einfach kein Farmer, Alter. Ich habe richtig Lust, einfach zu bauen, einfach zu machen und nicht hier irgendwelchen Stuff ranzubringen. Hier haben wir unsere Elytren und da auch die Drachenköpfe. Ich habe auch Holz gefarmt und dann die Schalgerkisten gecraftet und... ja, ich denke mal, das sollten erstmal genug Schalkerkisten sein, hoffentlich. Ja, ich nehme mir jetzt davon volles Inventar direkt mit runter, denn heute werden wir uns dran machen. Ich habe hier die Picken. Ich werde wahrscheinlich heute Abend, für mich ist es jetzt gerade um 10, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal ausheben und dann morgen früh weitermachen und euch dann morgen früh bzw. Nachmittag wahrscheinlich eher das Update geben und nochmal zu euch talken. Also wundert euch nicht, falls meine Stimme sich ein bisschen verändert. Ja, hier haben wir jetzt unsere, Rüstungen, Dia-Rüstungen, ganz viel, aber alles eigentlich kaum verwertbar. Ich brauche auch keine Rüstungen. Ich habe ja hier meine Rüstungen, die reparieren sich ja von alleine. Hier haben wir Eisenrüstungen und hier haben wir dann im Prinzip nichts außer eigentlich alles so ein Nebenbei-Stuff, den man irgendwann verwenden kann, aber halt nicht zwingend muss. Achso, und was ich noch gemacht habe, ich habe hier die Kisten aufgestockt, weil ich hatte Kisten aus dem End und dann habe ich die da einfach hingestellt, dass wir da auch wieder voll sind mit den Kisten. Ja, und bevor ich jetzt weiter lange rumlaber, werden wir uns heute hier um den Raum kümmern. Wir werden hier, also ich will eigentlich wirklich, ich habe jetzt genug Zeit, ich will hier definitiv heute fertig werden. Ich will es bis nach ganz unten ausheben. Das wird auch wieder seine Zeit dauern, ihr werdet es auch alle sehen und nicht wundern, ich habe einen Kaugummi im Mund, falls man das hört, ich bin mir nicht sicher. Ja, das wird hier alles seine Zeit dauern. Oh, ich habe da schon wieder so viel Lust drauf. Und dann werden wir wahrscheinlich vielleicht auch die Decke mit aufheben, nochmal höher heben, nehmt es wie ihr wollt. Davon werde ich euch dann aber wahrscheinlich in einem Zwischenupdate erzählen. Ja, ich würde sagen, viel Spaß mit der Timelapse. Bis dann. Ja, für mich ist es jetzt gerade um 12:30. Ich habe hier alles jetzt fertig gemacht. Ich wollte das unbedingt noch fertig machen, bevor ich jetzt ins Bett gehe. Wir haben jetzt hier unseren Main-Raum noch nicht fertig ausgehoben. Es sieht schon heftig aus. Also man muss wirklich sagen, Alter, der ist babamäßig. Er ist heftig fett, er ist groß. Ihr müsst euch halt vorstellen, man kommt hier von dem Aufgang hier runter, läuft hier rein, kommt in diesen Raum und fällt euch direkt was auf, wenn man in diesen Raum läuft. Man kommt hier rein und man merkt direkt, yo, er ist zwar groß und breit, aber halt die Höhe. Es, wie ich es mir gedacht habe, es passt einfach nicht. Ich werde die Höhe morgen noch ausheben. Beziehungsweise morgen, ich weiß nicht, ob ich das morgen alles schaffen werde, weil das wird nochmal einige Stunden Arbeit. Kann auch sein, dass wir noch einen vierten Part damit verbringen müssen, diesen Raum auszuheben. Aber ich denke mal, um die, das mich nicht lügen, 20 Blöcke wird es definitiv noch in die Höhe gehen. Ja, wir haben auch übrigens wieder einiges an Stuff rausbekommen. Und zwar hier die ganze Schalkerkiste sind wieder voll. Aber ich würde sagen, für euch ist es nur ein kleiner Schritt. Für mich ist es jetzt eine ganze Nacht. Wir sehen uns morgen früh wieder. Morgen früh lege ich nochmal alle Planungen fest. Erzähle euch wahrscheinlich noch ein kleines Stück und lege dann direkt los mit der Timelapse. Bis dann, Leute. Bis dann. Viel Spaß. Gute Nacht. So,
Guten Morgen, Leute. Ich war jetzt gerade noch mal Holz farmen. Und für mich ist es jetzt um 10. Ich habe gestern Abend tatsächlich noch eine kleine Planung gemacht, um euch mal zu veranschaulichen, was das hier wird. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie, ich brauche das, okay? Ich brauche diese Höhe einfach, damit der Raum am Ende für mich zum vor allem Ausbauen in Ordnung ist und damit es auch alles so passt, wie ich es haben will. Ich gucke jetzt hier mal hoch und die... Ja, das ist circa das Stück hier. Lass mich nicht lügen. Das Stück hier, denke ich mal. Nochmal in die Höhe. Das sind jetzt, glaube ich, 25 Blöcke, die wir noch ausheben müssen. Ich weiß, Leute, es tut mir leid für die ganzen Timelapses, die jetziger Zeit seht, durch das Ausheben dieses Raumes. Ich will das einfach ausheben. Ich will das zu Ende bringen. Das einzige Problem ist halt, ich habe es nicht von Anfang an von dieser Höhe dort oben gemacht, weil ich mir nicht sicher war, wie groß wir den Raum machen müssen. Heißt, ich muss den Kreis jetzt nochmal planen und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie scheiße das ist. Und ja, das werde ich jetzt machen und danach werdet ihr direkt die Timelapse hier vom Ausheben sehen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ja, wünsche mir Glück, dass ich hier nicht komplett ausrasse, weil dieser Kreis einfach ein Scheißhaufen ist. Bis dann, Leute, bis dann. So, Leute, willkommen zurück aus der Timelapse. Für mich sind jetzt wieder 2 Stunden circa vergangen. Ich würde eher sagen 1,5 so um den Dreh. Und wir haben jetzt hier noch das letzte Stück ausgehoben. Wir haben noch ganz, ganz viel vor uns. Das mache ich aber nicht mehr heute, weil ich heute tatsächlich noch ein paar andere Sachen erledigen muss, leider. Ja, wir haben jetzt hier noch ein ganzes Stück, was abgebaut werden muss. Also wie gesagt, das sind hier, ich denke mal, um die 20 Blöcke. Müssen wir bestimmt noch runter. Und ich habe ja gesagt, pro 5 Blöcke brauche ich circa 1 Stunde. Wird schon hier noch eine Zeit oder seine Zeit dauern. Aber ich hoffe mal, dass ich im nächsten Video schon damit fertig werde, weil ich da dann echt durchziehen will. Ich gucke nebenbei auch immer eine Serie und deswegen passt es immer ganz gut. Da kann ich immer nebenbei abbauen und mit der Serie will ich dann durchkommen. Deswegen. Aber ja, und ich kann mir jetzt auch schon so gut vorstellen, ich glaube, wenn die Decke da oben erreicht ist, dann wird es von dem Raum, Alter, das wird krank aussehen, das wird krank. Ich sag's immer wieder in jedem Teil, wo ich dieses Ding aushebe. Aber wenn wir hier den Raum, also den Aufgang, Runtergang nennt es, wie ihr wollt, Eingang gebaut haben und man hier reinkommt und es dann bis nach da oben geht, Alter, man denkt sich nur so, WTF, was hat der Typ hier gemacht, wisst ihr? Und dann guckt man noch und dann gehen da und da noch die Wege nach außen weg von der Farming Area und hier sind dann überall Farmen an den Wänden und hier sind Farmen drumrum oder vielleicht auch innen drin, je nachdem, wie wir das hier designen, innen drin. Und oh, das wird krank. Das wird einfach verdammt krank. Wir haben jetzt auch, weil mir ist auch aufgefallen, es tut mir leid, ich habe in den letzten Updates, die ich euch gesagt habe, immer so ein paar Details vergessen zu sagen, weil ich einfach so fokussiert auf diesen Raum bin und den unbedingt ausheben will, dass ich halt diese kleinen Nebeninformationen ganz oft vergesse. Wir haben jetzt hier, die Doppelkiste ist voll, das muss ich alles auslernen dann zwischen den Parts jetzt. Hier, das hier ist voll, hier haben wir dann auch noch ein bisschen was und hier in den Kisten. Ja, okay, da ist gar nicht so viel, hier ist nur so ein ganz kleines bisschen, was ich immer mal abgeladen habe. Falls ihr euch auch gewundert habt, warum die 107 Level nicht mehr da sind, die wir hatten. Ich habe mir eine Axt gecraftet. Die war jetzt auch da oben drin. Eine Axt gecraftet, mit der ich im Prinzip das Holz gefarmt hatte, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und das Holz, was wir gefarmt haben, ist
hier ist eine ganz gute Menge, aber mir ist halt aufgefallen in letzter Zeit, dass mir immer irgendwie Holz gefehlt hat. Das haben wir jetzt da und mir sind, bevor ich das wieder vergesse, mir sind während des Abbauens hier, was ihr ja jetzt als Timelapse gesehen habt, leider Gottes wieder zwei Picken kaputt gegangen, weil manchmal bin ich so ohne Gedanken oder achte gerade so doll auf ein Video oder so, dass ich das einfach nicht mehr mitbekomme. Deswegen fehlen hier jetzt leider zwei Picken. Ja, und was wir hier mit dem Slime-Trunk machen, der hier ist, ihr habt es vielleicht in manchen einer Timelapse gesehen, aber die Slimes hier, die sind echt, nee, purer Abfall, wirklich. Ich hoffe, dass wir hier irgendeine Lösung finden, dass die Slimes hier halt nicht spawnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie das jetzt für euch war, weil ich habe ja gestern Abend einen Teil von dem Video aufgenommen und heute, wie kommt es so für euch rüber? Findet ihr das gut oder eher nicht? Damit weiß ich nämlich, dass ich abends anfangen kann und am nächsten Tag weitermachen kann, wenn ich will. Ja, das wird mich interessieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in 3 Tagen beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.